Hi und Servus, mal wieder zu einem Video vom Tobo. Heute Alarmstufe Rot. Schießsport Beck hat mir eine Sonderedition der Schmeißer auf den Tisch gelegt. Hier handelt es sich um die Schmeißer S4F Sport im Kaliber 223 Remington. Diese Farbe erhaltet ihr genau in dieser Farbgebung nur bei Schießsport Beck. Das ist eine Farbe, die ist, finde ich, sehr interessant. Kommt hier jetzt natürlich in diesem Scheinwerferlicht nicht so ganz rüber. Es ist kein direktes Signalrot, es ist kein Blutrot, sondern es handelt sich hier um ein sehr kräftiges, schönes, dunkles Rot. Passt, finde ich, sehr, sehr gut. Warum diese Waffe nun diese Farbe hat, da kommen wir noch ganz kurz drauf zu sprechen. Was mir hier großen Platz wegnimmt, das ist dieser schöne Schmeißerkoffer. In diesem kommt nämlich die Waffe. Dieser ist absperrbar mit einem Zahlenschloss und da ist richtig, richtig Platz drin. Ist halt auch für die Modelle gedacht von der Firma wie beispielsweise die DMR mit dem 18 Zoll Lauf. Da kann ordentlich was reingepackt werden. Da ist hier diese 10,5 Zoll Version natürlich ein bisschen verloren. Packen wir das Stück mal weg. Und dann geht es natürlich auch gleich mit dem Lieferumfang weiter. Die Waffe kommt natürlich nicht direkt so. Das ist mein Holosan, das ist mein Hera H3L Magazin. Die Waffe kommt eben im Koffer, zuzüglich so ein bisschen Broschüren, Infomaterial, was man so braucht. Mit dabei ein schönes, zehnschüssiges kleines Magazin. Dieses ist ehrlich gesagt sehr, sehr leicht. Kenne ich eigentlich schwerer, ist wohl eines der leichtesten 10-Schuss-Magazine, die ich bisher in der Hand hatte. Gefällt mir sehr gut. Hier mit diesem Schmeißer-Logo. Hat natürlich eine sehr dünne Wandstärke, ich weiß nicht, wie stabil es ist. Wir haben einen olivfarbenen Zubringer, Anti-Tilt, sehr schön. Ist ein schönes Erstausrüstemagazin. Ich habe Fotos von der Waffe gesehen, wo eben diese Schmeißer Flip-Up-Sights drauf sind, diese Plastik-Sights. Ich kann euch nicht sagen, ob jetzt die dabei sind. Das ist die Vorführwaffe eben von Schießsport Beck. Weiß nicht, ob er die runtergemacht hat. Kann ich euch nicht sagen, ob die im Lieferumfang mit dabei sind. Dann kommen wir jetzt auch gleich ein bisschen zu den technischen Daten, denn hier wird es relativ interessant. Wie man unschwer erkennen kann, eine AR-15. Eine Selbstladebüchse im Kaliber 223 Remington. Bei diesem guten Stück hier ist das Besondere, wir haben eine BKA-Zulassung, einen BKA-Bescheid, denn das hier ist eine sportlich zugelassene Version mit einem 10,5 Zoll Lauf. Das hier ist eine Lauflänge, ich sag mal, die werdet ihr als Sportler eher selten finden. Aber jetzt kommen immer mehr von den Herstellern diese Waffen mit BKA-Bescheid. Und da ist das hier in meinen Augen eine der schönsten, muss ich wirklich sagen. Schmeißer ist optisch immer schon sehr mein Fall gewesen. Die bauen optisch sehr, sehr schöne Waffen. Dieser schlanke Handschutz, kann man absolut nichts sagen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Kaliber 223 Remington, wir haben eine 223 Wild Patronenkammer, soll also heißen, diese Waffe wäre auch für 5.56 NATO zugelassen. Das ist eine Patronenkammer, das ist ein Hybrid aus beidem. Die kann sowohl die 5.56 als auch die 223 präzise und sicher genug verschießen. Passt. Ist eigentlich Industriestandard mittlerweile, so soll es sein. Wir haben hier ein Gewicht an dieser Waffe von knapp über 3 Kilogramm mit dem Schubschaft. Diese Version gäbe es auch noch mit dem Festschaft. Das hier ist die, soweit ich weiß, neueste Version mit dem schönen Schubschaft auf dieser dicken Buffer-Tube. Passt soweit. Also 3 Kilo ist damit relativ leicht. Man könnte natürlich auch ein bisschen Gewicht sparen, wenn man die normale M4F-Variante hat und einfach den geschlitzten Handschutz. Der fehlt halt hier natürlich, weil BKA-Bescheid. Ist halt so. Zur Technik, hier handelt es sich um ein traditionelles Direct Impingement System, also der ganz normale Gastroglider, wie die AR-15 traditionell halt auch ist. Kein moderneres Pistensystem mittels mechanischen Impuls, sondern hier leiten wir die Pulvergase in den Verschlussträger hinein. Ist ein simples System, hat hier auch ein bisschen Tuning erfahren, das schauen wir uns jetzt eben an. Als erstes machen wir natürlich, wie obligatorisch, einen Sicherheitscheck. Magazin nehmen wir aus der Waffe raus, passt alles, wir öffnen den Verschluss. Prüfen die Patronenkammer, passt, schlagen ab, Sicherheit ist hergestellt. Dann schauen wir uns jetzt die Waffe mal ein bisschen genauer im Detail an. Fangen wir vorne an, gehen nach hinten durch, von oben nach unten. An der Spitze haben wir den sogenannten No-Rack-Kompensator von Schmeißer. Das ist ein Hybrid, das ist eine Dreikammer-Mündungsbremse mit Entlastungsbohrungen. Im 90-Grad-Winkel zueinander, also 45 Grad von der Mittellage weg, wenn ich jetzt schätzen müsste. Diesen Kompensator kenne ich. Mit dem habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal zu tun gehabt, auch unter anderem letztens in Ulm. Da hatte ein Kollege eine Schmeißer Dynamic in 16,75 Zoll mit dabei. War ehrlich gesagt recht überrascht, da dieser Kompensator ein bisschen übereifrig ist, muss ich sagen, wie es ist. Der drückt mir die Waffe ein bisschen zu stark nach unten. Der hält sie weniger neutral, sondern der gibt richtig Gas. Also die wird richtig nach unten geführt. Für mich fast ein bisschen too much. Bei der 16 Zoll Lauflänge, respektive 16,75. Wie es jetzt hier bei der 10,5er ist, weiß ich nicht, aber der No-Rack ist sehr effektiv, muss man sagen, wie es ist. Drückt sie mir bloß tendenziell zu weit nach unten. Ich mag das eher, wenn das Ding mit samtem Gewicht abgestimmt ist oder auch mit dem Hochschlagverhalten. Deswegen tauscht man die auch ganz gerne und probiert, welcher Mündungsaufsatz für dich am besten passt. Und da war mir der No-Rack einfach ein bisschen zu, ich nenne es mal übereifrig. Dann kommen wir zum Lauf. Der Lauf ist
schön brüniert, gefällt mir sehr gut. Hat ein schönes Laufprofil, gleichmäßig bis ungefähr zu dieser Stelle, wo hier der QD-Port sitzt. Man kann es leider nicht erkennen, da wir hier den BKA-Handschutz haben. Durch die Schlitze kann man es ein bisschen sehen. Ab dem QD-Port wird dann für die Barrel Nut der Lauf einfach konisch größer, damit er hier geklemmt wird. Zur Laufqualität kann ich nicht allzu viel sagen, da ich nicht weiß, wo Schmeisser ihre Läufe fertigen lässt. Schmeisser sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie besonders unpräzise wären, aber jetzt auch keine Präzisionsmonster. Das ist einfach ein passabler AR-15-Lauf ohne besonderen Schnickschnack. Der Handschutz. Der Handschutz ist ein sehr schönes Sahnestück, muss ich sagen. Danke an den Kollegen in der Nachbarschaft, der jetzt Rasen mäht, aber soll uns jetzt hoffentlich nicht stören. Normalerweise haben wir hier eben, Stichwort, jetzt ist er ruhig. Normalerweise haben wir hier eben die geschlitzten Handschutze. Dieser ist eben BKA-typisch nun geschlossen. Wir können auf der Unterseite zwar Sachen ranbauen, zwei Beine, Frontgrips, ist aber dann schwierig, weil dadurch eigentlich der BKA-Bescheid erlischt. Die Struktur ist sehr schön, wir haben hier so leicht diagonale Querrillen. Er ist schön schlank. Ja, das ist jetzt so mein Anschlag. Ja, ich kann sie schön nehmen, traditionell, C-Clamp, übertrieben für die Kontrolle, dass du ihn runterdrücken kannst. Ist bei der Waffe aber nicht notwendig. Wie gesagt, der Kompensator ist übereifrig. Ein sehr schöner Handschutz, muss ich sagen. Links und rechts eben QD-Ports zur Aufnahme von Slings. Der Handschutz ist einfach hier simpel über drei Imbusschrauben geklemmt. Das ist so die simple Variante. Die Gewinde stehen auch leider ein bisschen weit aus der Seite raus. Sind natürlich scharfkantig. Okay, könnte man was Schöneres machen. Der Handschutz hat einen klitzekleinen Sprung von Upper Receiver eben zum Handschutz. Na, dieser betrifft ungefähr, 4 Zehntel, vielleicht auch 5 Zehntel, halber Millimeter. Ja, haben wir hier einen kleinen Sprung. Also darüber montieren würde ich jetzt nicht. Aber ist für mich okay, weil man montiert in der Regel nichts über Upper Receiver und Handschutz. Soviel zum Thema Nachbar und Rasenmäher. Upper Receiver haben wir hier das Forged-Design, genauso wie beim Lower. Das heißt also, das sind geschmiedete Teile. Die sehen zumindest so aus. Schmeisser verwendet eigentlich in der Regel auch, soweit ich weiß, 6061er und 7075er T6 Aluminium. Da gibt es in der Regel eigentlich nichts Negatives drüber zu sagen. Das passt soweit. Zu den Bedienelementen haben wir auf der rechten Seite eben den bekannten Forward-Assist, was ich von dem halte, wissen wir ja. Kann man sich auch sparen. Wir haben einen schönen Hülsendeflektor. Na, dieser ist nicht allzu klobig. Das passt, das gefällt mir. Ein Dustcover aus Kunststoff. Schön, passt, ist okay. Ich habe es lieber aus Metall, aber das ist Geschmackssache. Dann haben wir die Schmeisser typischen ambidexen Bedienelemente. Einmal den Verschlussfanghebel bzw. auch wieder Festsetzhebel, wie ihr halt ihn bedienen wollt. Den Schmeisser typischen ausgesetzten und auch also höher gelegten und runden Magazinauslöseknopf. Den mag ich persönlich sehr gerne. Auch ist er an der Seite gerändelt, gibt ein schönes Feedback. Also ich mag die sehr gerne, sofern sie sich drücken lassen. Bei der 9mm-Version müsst ihr mit dem Hammer draufschlagen, dass der aufgeht. Bei den 223ern funktioniert er immer noch straff, straffer als bei anderen Modellen. Aber das passt. Also du kannst ihn mit dem Zeigefinger schön bedienen. Haptisch finde ich den klasse. Sicherung. Diese ist, soweit ich weiß, eben auch als 90 Grad Walze nutzbar. Jetzt im Moment ist sie aufgebaut als 45 Grad Sicherung. Da sage ich dann aber auch noch ganz kurz was dazu. Dann kommen wir schon auf die linke Seite. Dort haben wir ebenfalls ambidexe Bedienelemente. Die Sicherung, wie gerade angesprochen. Einen Magazinauslöseknopf, ebenfalls ambidex. Und einen großen, viereckig gehaltenen Ping-Pong-Hebel als Bolt-Catch. Also für jeden was dabei, sehr schön. Genauso finden wir auch die rechtlich relevanten Markings samt Seriennummer auf der linken Seite des Lower Receivers, aber auch auf dem Upper Receiver hier oben unterhalb der Picatinny-Schiene. Die Takedown-Pins finde ich sehr cool, weil die sind auch leicht höher gesetzt. Das heißt, er kommt da wirklich immer sauber mit dem Fingernagel drunter. Das ist nicht so, als wären die nicht ganz drin. Das soll so sein. Finde ich ehrlich gesagt sehr schön, weil du kannst gut von der einen Seite drücken und dann von der anderen Seite ziehen. Also optimal. Gefällt mir sehr gut. Auf der Oberseite haben wir noch den schönen Schmeißer-Nachladehebel. Beidseitige Sperrklinken, läuft ein bisschen streng, also ist wirklich streng. Ist aber gasabweisend, wie ihr sehen könnt. Hat hier diese ganzen Querrillen drin, damit eben Gas nicht so leicht nach hinten raus kann. Auch gut für schallgedämpften Betrieb. Schön mit Schmeißer-Logo, qualitativ ein schöner Nachladehebel. Auch mit einer schönen Größe, ist für mich optimal. Am Lower Receiver mit dran, eine Art A2 Pistol Grip, kommt mir allerdings relativ groß vor und er ist gummiert. Hat auch hier unten, wie ihr sehen könnt, keine Abdeckkappe. Man kann direkt die Schraube erkennen, also er hat kein Staufach. Der Trigger Guard, wie gewohnt, hier vorne reinklipsen, kann man den eben nach hinten rausklappen, damit ihr so quasi einen Winterabzugsbügel habt. Magazinschacht ist angefasst. Was mir sehr gut gefällt, das sieht man auch leider nicht bei jeder. Das heißt, in der Regel können Magazine sehr schnell gewechselt werden. Passt für mich.
Magazine fallen auch frei aus dem Magazinschacht. Hier haben wir das Herdacher 3L. Auch das sitzt gut, da gibt es gar nichts. Und natürlich das Schmeißoriginal. Also der Magazinschacht nimmt alle gängigen Magazine, die ich daheim habe, bisher sehr gut auf. Zu Anschauungszwecken nehmen wir halt ganz gerne das Herder, weil es mir einfach optisch sehr gut gefällt. Damit haben wir jetzt schon mal hier von vorne bis zur Mitte. Dann geht es hier hinten weiter. Haben wir eine große Kesselnut. Um die Kesselnut ist noch diese schmeißertypische Verstärkung mit drumherum, die ebenfalls einen QD-Port hat. Da können wir ebenfalls einen One-Points-Link ansetzen, mittels QD-Knopf. Dann haben wir hier diese große Schmeißer-Buffer-Tube, die mir irgendwie, ich kann es ja nicht sagen, wieso, die kommt mir einfach sehr, sehr groß vor. Ich glaube, das ist diese Solid-Tube, nagelt mich auch nicht drauf fest. Die wird allerdings größer. Schubschaft, natürlich hier in mehreren Längen schön einstellbar, rastet sauber, hat ebenfalls hier auch noch Möglichkeiten, erstens Gurte durchzuführen, zweitens noch einen dritten QD-Port zu nutzen. Also 2-Points-Links hier, 1-Points-Link da. Sehr schön, passt. Dann schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die Innereien der Waffe an. Dazu zerlege ich sie eben. Sicherheitscheck wurde ja gemacht. Verschluss ist nun wieder in der verriegelten Position, so wie es sein muss. Wir klappen die Waffe auf. Was sehe ich? Nehmen wir mal den Verschlussträger raus. Nachladehebel führen wir wieder rein. Schauen wir uns erstmal den Upper an. Wir haben, ich mache es euch in der Nahaufnahme rein, erstens schon mal eine schön rausstehende Gas-Tube. Recht lang, ein bisschen schmutzig vom letzten Schießen. Wie gesagt, ist eine Vorführwaffe. Die Verriegelungskulisse sieht gut aus. Die Zuführrampen sind gradfrei. Das heißt also, die Patronenspitze kann schön von diesem Bereich des Upper Receivers in die Verriegelungskulisse hineinlaufen. Aber das ist ganz gefährlich, wenn du hier eine Kante hast, kommst du dann ganz gern zu Zuführstörungen. Also das passt, das erwarte ich von dem Hersteller, so bin ich damit happy. Schaut soweit hier oben ganz gut aus. Mei, man sieht halt, die Teile sind, ja, also ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das lackiert ist oder ob das Cerakote ist. Ich denke eher, dass es lackiert, weil du hast hier schon ziemliche Farbrückstände drin. Und ich sehe auch an manchen Stellen, wie die Farbe schon ein bisschen abplatzt. Also das ist jetzt nicht so hundertprozentig schön, aber klar, kann passieren. Zur Farbe wollte ich euch noch was erzählen. Das machen wir jetzt gleich. Eben die ganzen ambidexen Bedienelemente. Ein Gussteil, der ambidexe Bolt Catch. Naja, ich mag Frästeile lieber, passt aber. Man sieht aber noch die Gussnähte. Des Weiteren auch hier einmal der linksseitige Magazinauslöseknopf sowie der rechtsseitige. Das Wichtigste aber die Sicherungsmechanik hier innen drin zu sehen, sowie der Hammer. Schmeißer typisch mit einem sehr geringen Gewicht gesegnet. Also diese Hammer, finde ich, laufen immer extrem leicht. Ist ein bisschen komisch, aber funktioniert. Auch ist der Hammer sehr filigran und relativ dünn. Ja, das bin ich bei den meisten AR-15 auch deutlich fleischiger gewohnt. Wie gesagt, Gussteile, man kann auch die Gussnähte erkennen, aber mei, es funktioniert, was soll man sagen, ne? Erwähnenswert, es ist ein zweistufiger Abzug, könnt ihr auch sehen, ne? Wir sind jetzt im Moment entsichert, ne? Ich kann hier einmal Vorzugsweg ziehen, ne? Dann komme ich an die Wall und dann bricht er relativ schön. Also das ist ein schöner zweistufiger Serienabzug, ist, finde ich, ein bisschen besser als an der zuvor getesteten Lux DevTech, die hat auch einen. Da gefällt mir aber das Abzugszüngel besser, weil es breiter ist. Das hier ist eher wieder das typisch militärische filigrane Abzugszüngel, hat mir an der LDT besser gefallen. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Der Abzug mit der Charakteristik gefällt mir hier wieder ein Ticken besser. Mag sein, dass es der gleiche ist, mag sein, dass es da leichte Unterschiede in der Fertigung gibt. Der passt gut. Ist ähnlich wie bei Glock. Da habt ihr auch immer, ja, mal einen besseren, mal einen schlechteren Abzug, obwohl es der gleiche ist. Kann sein, dass es hier auch so ist. Dann kommen wir jetzt schon hinten zum Pufferelement samt Feder. Schmeißer typisch, LKW-Feder. Super streng. Das erklärt auch, warum sie die Waffe sehr schwer ziehen lässt. Puffer, schönes Material. Auch sehr spielfrei, hat leicht, ganz leichten Kipp nach vorne, aber ist klar, wenn die Feder von hinten so extrem schiebt. Ich würde euch das gern zeigen, weil ich weiß nicht, ob hier hinten diese MG42 Feder drin ist. Das Problem ist nur, ich kann bei fast jeder AR-15 hier diesen Retention Pin von Hand runterdrücken. Das Problem ist, ich steche mir hier beim Finger auf. Selbst der kleine Pin hat eine LKW-Feder. Also ich weiß nicht, warum Schmeißer ja solche absolut irren Federn verbaut. Ja, okay, aber es funktioniert, aber es erklärt, warum die Waffen sehr streng laufen, einfach weil da drin Federn sind, die einfach ein bisschen übertrieben sind. Das kriegen alle anderen auch mit leichteren Federn hin. Warum? Naja, sei jetzt mal dahingestellt. Dann schauen wir uns noch ganz kurz den Bolt Carrier an. Der gefällt mir besser als an der LDT, einfach weil hier schon mal der Safety Pin des Schlagbolzens fest ist und nicht so leicht rausrutscht wie bei der LDT. Schönes Schmeißer-Logo, hier die Rillen des Vorbereiters ist. Schöne Beschichtung. Schön sauber, mit dem wurde noch nicht viel geschossen. Der ist wirklich kaum angeranzt, das passt.
Hier innen drin durch die Ventilationsöffnungen kann ich die Gasabstreifer sehen. Der Gas-Key ist gestaked, das heißt, er ist hier oben an den Oberseiten verdellt mit einem Körner, dass ich die Schrauben nicht lösen kann. Cambin ist hier zu erkennen. Funktioniert. Der Drehkopfverschluss. Alter Falter. Mehr als stramm stehende Auszieherkralle kann ich überhaupt nicht bewegen. Genauso wenig wie ein Ejektor. Also wie gesagt, Schmeißerfedern durch die Bank. Happy Hardcore. Das kann ich bei jeder AR-15 leicht drücken. Bei der Waffe keine Chance. Nun gut. Firing Pin. Passt. Kommt vorne raus. So wie es sein soll. Also ein stinknormaler Verschlussträger einer 223er AR-15. Nichts Besonderes. Sehe jetzt hier nichts Nachteiliges. Passt. Dann bauen wir es jetzt zusammen. Immer schauen, dass der Verschlussträger, der Drehkopf maximal ausgezogen ist, weil nur so rutscht er runter in die Kulisse. Machen wir den Nachladehebel ganz nach vorne. Schauen, dass er hier nicht mit der Buffertube kollidiert. Schließen. Funktionstest. Passt. Wie gesagt, dann reden wir ein bisschen so über meinen Eindruck. Ich finde die Waffe persönlich ganz cool. Sie ist in Rot. Warum ist sie rot? Fast jeder kennt die Diskussion mittlerweile in Deutschland. Ganz besonders Jäger, die mit sowas auftauchen, aber auch Sportschützen. Kommt der Traditionalist, schön mit Loden, oder auch hier eben der Trachtenschütze. Was hast denn da? Ein Militärgewehr. Um Gottes Willen, mit sowas kann man nicht schießen, sowas sollte man nicht schießen. Doch, dürfen wir, sollen wir. Deine Meinung interessiert mich nicht, mein Freund. Das Blöde ist, dass unsere Gewehre immer schwarz sind oder oliv oder FDE-Farben. Kaum streichst du dieses Ding hier rot an. Oder lila, blassblau oder grün, interessiert es kein Schwein mehr. Du nimmst der Waffe quasi den militärischen Charakter, indem du sie Signalfarben anstreichst. Komischerweise halten diese Leute, die dann nörgeln, ihre Klappe. Will ich kein weiteres Wort darüber verlieren. Fakt ist, eine schöne Waffe, hier auch mit dem schönen Logo von Schießsport Beck. Diese Farbe wird eben exklusiv bei Schießsport Beck vertrieben. Das heißt, diese Farbe, genau in dieser Farbgebung, bekommt ihr nur bei ihm. Ein sehr schönes Rot, gefällt mir sehr gut, wie gesagt, relativ dunkel. Passt, mir gefällt's, könnte ich mich damit anfreunden. Ich dachte erst, es wird zu kitschig, aber absolut, finde ich optisch eine coole Sache. Mit sportlichem Charakter kann man absolut machen. Hier möchte ich mich auch gleich eben noch bei Skisport Beck bedanken, welcher uns eben mit so schönen Spielzeugen unterstützt, damit ich euch zu Corona-Zeiten sowas auch zeigen kann und hin und wieder, wenn wir zum Schießen kommen, auch das für euch testen darf. Wie gesagt, die Schmeißer ist für mich keine völlig unbekannte. Ich habe schon die 9mm Version davon geschossen, auch mit der, glaub, der gleichen Lauflänge. Ja, es war die gleiche Lauflänge. Die Dynamic in 223, jetzt hier eben die S4F Sport in 223. Ich habe auch in der Vergangenheit mal eine M5 FL geschossen. Also das sind jetzt keine Unbekannten. Sie machen, was sie sollen. Es ist einfach eine AR-15. Diese Waffe hat einen Preis von ca. 2.300 €, je nachdem, wo er es kriegt. Das ist schon ein relativ stolzer Preis für so ein Gerät. Schmeißer sind grundsätzlich relativ hoch eingepreist, muss ich dazu sagen. Dafür, dass es schöne Waffen sind, ja, von der Qualität, mal hört man vieles, sage ich jetzt mal. Ich muss sagen, die Waffen kommen grundsätzlich sehr schön ausgestattet. Die Waffen kommen eben mit schönen ambidexen Lösungen, wie zum Beispiel eben hier Bolt Catch, beidseitig, Magazinauslöseknopf, beidseitig, schon großen Nachladehebel mit zwei Sperrklinken, sehr schön, beidseitigen Sicherungen, Kompensator, einstellbarer Gasblock. Ist nicht schlecht, kann man machen. Machen aber viele Konkurrenzmodelle auch, die weitaus weniger kosten. Wie schon angesprochen, nach all dem, was ich von Schmeißer weiß, ich habe genügend Kollegen, die haben welche, ich kenne die Schussergebnisse, ich schieße sie selber. Es ist eine gute AR-15. Es ist keine weltbewegende AR-15. Ne? Es ist keine LMT oder eine Noveski oder weiß der Geier was. Oder auch halt keine Heckl & Koch. Eine Heckl & Koch kostet aber, wenn er sie natürlich kriegt, aber halt nur ein paar hundert Euro mehr, respektive genauso viel wie halt eine 1675er Schmeißer in nicht sportlicher Variante, also ganz normal mit einem geschützten Handschutz. Eine Dynamic kostet Richtung 3.000 €. Damit sind wir eigentlich schon über HK-Preis. Eine DMR kostet, glaube ich, 3.500, 3.600 €. Und da muss ich sagen, empfinde ich als sehr teuer fürs Gebotene. Das sind gute Waffen, ganz klar, aber wenn ich bedenke, was ich dann für das Geld kriege, dann weiß ich nicht, ob ich mir eine Schmeißer dafür kaufen würde. Unbestritten, keiner sagt, dass das Klump ist. Ne? Schmeißer sind gute Waffen, die verkaufen sich auch gut, die auch, wie gesagt, sehr gut aussehen. Ich mag sie gern, ich finde sie haptisch mit einer der besten AR-15 überhaupt auf dem ganzen Markt. Ich finde sie optisch klasse. Schussverhalten ist aber halt einfach eine normale AR-15, nicht mehr und nicht weniger. Ist das dann 2.500 € wert? Für mich persönlich nein. Das ist eine Waffe, die wenn 1.500, 1.600 € kosten würde, hier jetzt in dieser Variante, wegen mir auch 1.700 € oder 1.750 als 1675er Variante oder 2.000 € als Dynamic. Kannst du machen. Passt. Ja. Habt super Support, kümmern sich drum,
Die liefern auch. Ne? Ihr kriegt einen Schmeißer, wenn ihr eine haben wollt. Aber die Preise sind mir persönlich fürs Gebotene einfach zu hoch. Das ist meine Meinung, mit der müsst ihr nicht übereinstimmen. Aber wenn ihr euch auf dem Markt umschaut und plötzlich bereit seid, 3000 Euro auf den Tisch zu legen, dann werdet ihr sehen, was ihr eigentlich dafür kaufen könnt. Zum Schussverhalten, wie gesagt, das Phänomen, dass mir der Kompensator persönlich zu übereifrig ist, zu viel nach unten drückt, ist Trainingssache. Kann man kompensieren, wortwörtlich. Ja. Das ist alles okay. Die Waffen funktionieren gut. Woran ich mich aber besonders störe, ist einfach die Tatsache, dass viele Dinge an dieser Waffe in meinen Augen nicht wirklich zu Ende gedacht sind. Wie komme ich da drauf? Ich lobe einerseits die tolle Ausstattung. Hier voll ambidexe Bauweise. Ist richtig. Finde ich gut. Nicht gut finde, aber wie es gemacht wurde. Schaut euch mal hier die Nähe an vom Bolt Catch zum Magazinauslöseknopf. Kann ich euch hier eine schöne kleine Szene reinspielen, die wir eben bei der Schmeißer Dynamic hatten, welche die absolut gleichen Bedienelemente hat. Ja, okay, man schließt nicht den Verschluss zwangsläufig mittels dem Handballen, ja, weil die Gefahr ist einfach zu groß, dass er den Bolt Catch verfehlt. Jetzt ist aber das Problem, dass du, wenn du mit dem Handball draufschlägst, leider den Bolt-Catch ein bisschen verfehlst und dadurch das Magazin löst. Fakt ist aber, der Abstand ist zu kurz. Es kann passieren, auch wenn du trotzdem sagst, du willst einfach nur mit dem Daumen den festsetzen, ja? Wie man es einfach macht. Auch hier wegen mir mit eingelegtem Magazin. Okay, du kannst es natürlich auch ohne machen, aber angenommen, du hältst ein volles Magazin und willst trotzdem die Waffe schnell hinten arretieren. Dann drücke ich hier, ziehe den Spannhebel und lasse ihn hinten einrasten. Aber jetzt liegt mein Daumen auch schon hier auf dem Magazinauslöseknopf drauf. Haben andere Hersteller eleganter gemacht. Ja, schön, dass es dieses Teil gibt, aber Platzierung eher negativ. Und das gleiche gilt hier auch für rechts. Verschluss ist, wie gesagt, gerade im Moment hinten arretiert. Ich könnte ihn mittels Bolt Catch schließen. Wir haben aber auf der rechten Seite ebenfalls den ambidexen Bolt Catch. Diesen drücke ich jetzt mal. Verschluss repetiert ein. Erstmal eine nette Sache. Habe ich aber, bis auf das, dass auch der Nachladehebel echt streng läuft, habe ich ein Problem damit. So, Magazin ist jetzt drin, ja, ich bin in meinem Anschlag, ich will die Waffe nun feuerbereit machen. Finger lang, irgendwo in der Gegend des Magazinauslöseknopfes, möchte nun nach oben gehen auf meinen Boltcatch. Habe eigentlich den Finger die ganze Zeit nur auf dem offenen Dustcover, weil das ist in der Regel ja offen, wenn ich die Waffe geschossen habe. Habe also somit nur relativ wenig Angriffsfläche hier am Boltcatch. Des Weiteren drückt mein Finger hier vorne die ganze Zeit gegen den Bolzen des Dustcovers. Also es ist hier sehr indifferent und du kommst dann so einfach hin. Hinzu kommt, wenn ich einen ordentlichen Griff hier an diesem A2 Grip habe, dann ist mein Daumen ja erstmal lang und dann möchte ich nach oben gehen. Ja, damit ich zu diesem Boltcatch komme. Jetzt ist aber die Sicherung hier im Moment im entsicherten Zustand, 45 Grad, 90 Grad wäre es noch schlimmer, nach unten zeigend. Und drückt mir hier Vollgas oben auf mein Fingergelenk drauf, was sehr unangenehm ist. Grundsätzlich beim Schießen komme ich mit dem Teil, wenn ihr es jetzt sehen könnt, ne, ich gehe jetzt hier rein, dann drückt es mein Gelenk noch ein bisschen weiter drauf, habe ich das Teil unter Rückstoß permanent an meinem Fingergelenk. Ist nicht sehr schön. Also solche Sicherungen mag ich gar nicht. Das ist bei der Hera MPSS anders. Bei 90 Grad wird das Teil hier noch deutlich weiter runterstehen und halt hier vorne an meinem Finger drücken. Die haben den Hebel eh schon relativ kurz gehalten. Ja, normalerweise ist eine Sicherung ein Ticken länger. Dann wäre es noch viel schlimmer. Also immerhin ist er schon mal kürzer. Aber Fakt ist, der liegt mir nicht sehr angenehm hier an diesem Gelenk. Kann man mögen, muss man nicht. Für mich passt es halt leider nicht so ganz. Jetzt stört mich aber die Sicherung, dass ich umso weiter mit dem Finger nach oben kann. Wie gesagt, nicht so einfach zu platzieren, ja, und dann zu drücken. Wenn ihr ihn gefunden habt, lasst er sich mit wenig Kraft davon bewegen. Ja. Ich meine, ihr seht, Verschluss bleibt nicht hinten. Finger nach oben, Boltcatch aktivieren. Ach, diese Feder. Kann ich den Verschluss arretieren? Eine nette Idee. Ist es absolut. Leider nicht gut umgesetzt. Bei HK sieht es, wie gesagt, sehr ähnlich aus, ist aber eleganter gelöst, du kommst auch besser hin. Es ist schön, dass es die Waffe hat, aber es ist kein Bedienplus. Ja, ihr werdet wegen diesen Features nicht schneller. Ganz sicher nicht. Also wenn du normalen Trainingsstand in der R15 drin hast, ist es für dich eher hinderlich, weil du sagst, du kommst hier ganz gerne mit dem Magazinauslöseknopf in Konflikt, leider. Und auf der anderen Seite, gut, kann ich den Magazinauslöser gut verwenden. Und auch auf dieser Seite kann ich den Verschluss mit Hilfe des Ping-Pong-Hebels schön schließen. Aber wenn ich ihn festsetzen will, wird es halt einfach schwierig, weil ihr seht, ich drücke halt irgendwie beides. Das sind, wie gesagt, meine 2 Cent hier eben zur Bedienung. Der Schmeißer. Das Problem habe ich aber bei allen Schmeißern. Ja. Da sind ein paar nette Ideen dran. Wie gesagt, die Ausstattung ist schön, die Bedienung ist aber eher mittelmäßig bis nicht so prickelnd. Ja. Ich meine, ihr seht es,
Aus praktischer Sicht, ne, das tut weh, das stört und das ist einfach der richtige Griff, den du an der Waffe so haben musst. Und auch hier ist es nicht so ganz geil. Im Schussverhalten selber, wenn alles passt, ist es eigentlich eine schöne Waffe mit einem sehr angenehmen Rückstoß. Dann kommen wir jetzt wieder zu was Positivem, der Abzug. Ne, Waffe jetzt gesichert, Abzug ist gesperrt, Waffe entsichert. Leichter Vorzugsweg, ihr habt es ja vorher schon gesehen, klarer Druckpunkt, bricht ohne Overtravel. Ein sehr, sehr schöner AR-15 Abzug. Achtet auf meinen Finger. Vorzugsweg. Bricht glasklar. Reset. Nur nichts passiert. Reset, Klick, Vorzugsweg. Bricht. Gewicht würde ich schätzen auf unter 3 Kilo, 2,5 Kilo. Würde ich jetzt mal sagen. Sehr schöner Abzug, gefällt mir echt sehr gut. Also kannst du wirklich damit dynamisch als auch statisch sehr schön schießen. Wenn ihr so eine Waffe zu einem guten Preis findet, wo ihr eben auch gerne bei Skisportbeck vorbeischauen könnt, dann könnt ihr euch diese Waffe absolut anschauen. Es ist ein gutes Gewehr. Jeder, der Ahnung von Waffen hat, wird euch auch nichts anderes sagen. Allerdings wird euch auch jeder mit Ahnung von Waffen sagen, dass der Preis halt sehr, sehr stolz ist. Noch vorsichtig ausgedrückt. Ich kann das auch ein bisschen einschätzen. Ihr wisst, ich habe viele AR-15 in der Hand. Ich habe viele AR-15 zu verschiedensten Preisen in der Hand. Und das ist hier was Solides, aber nichts Atemberaubendes. Das ist ein gutes Gewehr. Also wenn ihr die zum vernünftigen Preis finden könnt, tut es euch auf jeden Fall an. Damit macht ihr nichts verkehrt. In diesem Sinne hoffe ich, diese ehrliche Vorstellung zur Schmeisser S4F Sport im Kaliber 223 hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Bleibt gesund. Ciao und Servus.